Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Winterressort Simulator. Ihr seht's oben rechts, ich hab's getan, ich hab mal wieder ordentlich investiert und zwar in den schönsten, in den größten, in den tollsten Pistenbully hier im Spiel, nämlich in den 600W hier vorne mit Kran und den werden wir gleich für zwei Dinge nutzen, zum einen für die Schneekanone, die muss da vorne transportiert werden und zum anderen für diese Pakete. Und den Tipp dazu, den habt ihr mir gegeben und wir probieren heute einfach mal aus, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Denn ich habe vor zwei Folgen, ja, ich glaube, das Almrestaurant, wenn ich mich recht erinnere, heißt es so, das Almrestaurant beliefert. Und da habe ich nur zwei Pakete vorbeigebracht. Ja, wir müssen nochmal, ja, ich hoffe, dass das so funktioniert. Ja, wir lassen es einfach mal so da drin. Und wenn wir uns die Hütten jetzt mal anschauen, im Überblick, dann sehen wir, der Gipfeltreff, der sogenannte, man kennt ihn, ist noch ganz gut gefüllt. Da reicht der Vorrat noch für 1600 Gäste. Auch bei der Sonnenhütte mache ich mir wenig Sorgen, aber beim Almrestaurant reicht es nur noch für 367 Gäste. Und das wird, glaube ich, knapp gleich in den nächsten Stunden. Das heißt, da sind wir gut beraten, da ein bisschen was Neues vorbeizubringen. Und das mache ich dieses Mal nicht mit dem Pickup, sondern erstmals hier vorne mit dem Pistenbully. Und dann fahren wir da nämlich einen kleinen Umweg und bringen in diesem Zuge, ich glaube hier, das kann ich nicht mehr drauf tun, bringen in diesem Zuge eben die Schneekanone nach oben. So. Na. Kriege ich das irgendwie hier rein? Das ist natürlich eigentlich nicht dafür gedacht, hier irgendwas mit zu transportieren. Und am liebsten, ah, der ist doch mal perfekt transportiert oder platziert. Und am liebsten hätte ich das auch hier auf den Beifahrersitz irgendwie getan. Aber das funktioniert ja leider nicht. Das heißt, sobald man das irgendwie machen möchte, ja, switcht das Ganze wieder raus, fällt runter. Das ist dann nicht so gut. So, und ich habe natürlich, um das Ganze zu finanzieren, den alten Pistenbully, der da vorne stand, verkauft. Übrigens eine Sache, die einige von euch ein bisschen genervt hat. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass die Skifahrer uns hier nicht durchfahren. Durch das Gerät. Machen wir mal vorsichtshalber das Positionslicht, die Rundumleuchte hier an. So. Und dann geht es hier vorne zu diesem Gerät. Da müssen wir jetzt, glaube ich, das Ganze nochmal... Stopp, stopp, stopp. So. Okay. Nochmal ein bisschen zurückfahren. Und dann machen wir den Rückwärtsgang wieder raus, machen die Handbremse mal rein, weil das ist alles sehr rutschig hier, ist ja klar. Da rutscht man auch schon mal weg. So, und dann müssen wir hier einmal C drücken. Das Ganze einmal schnell umdrehen. Weil ich glaube, so ist das... Ich weiß gar nicht, ob man das auch hinter so einem Pickup hängen kann. Das hier vorne sieht ja irgendwie so ein bisschen so aus. Aber so ist es gedacht. So können wir nämlich jetzt einfach hier vorne ranfahren. So, einmal hinsetzen. Dann machen wir das Schild ein bisschen runter. Stopp, stopp, stopp. Jetzt fährt er uns hier schon wieder los. So. Dann müssen wir noch ein bisschen näher dran fahren. Und dann können wir jetzt, glaube ich, gleich Q drücken. Und dann ist es nämlich hier vorne am Schild montiert. So. Gut, die Pakete sind noch drauf. Dann können wir jetzt loslegen. Und los geht es, glaube ich, hier vorne. Das heißt, ich fahre mal neben der Piste lang. Ich habe mir so eine kleine Route rausgesucht, weil ich es jetzt, glaube ich, also es ist recht unrealistisch, dass im laufenden Betrieb auf einmal durch das Skigebiet über die Piste so ein Pistenbully fährt und die Skifahrer dann, ja, zu komischen Manövern zwingt oder sogar da reinrauschen lässt. Deswegen werde ich das natürlich so nicht machen, werde auch keine Pisten sperren, sondern werde so ein bisschen außenrum fahren. Dann sehen wir die Gebiete auch mal und... ja, ich bin sehr gespannt, ob die Pakete dann heil zum Ziel kommen. Ganz so geeignet ist dieses Fahrzeug hier nicht zum Pakettransport. Da gibt es bessere Pistenbullys, zum Beispiel den, den wir davor hatten. Der hat hinten so eine Auflagefläche, so eine Art, ja, es ist ja so eine Art Pickup dann. Oh, hier geht's schon los, das funktioniert schon nicht ganz so gut. So, ich habe uns mal schnell hier aus der Lage befreit und jetzt kann es auch richtig losgehen. Das ist nämlich hier der richtige Weg, habe ich mir extra markiert durch den Pickup. Was ich euch allerdings berichten wollte war, der kleinere Pistenbully, den wir am Anfang hatten, womit man hier startet, der ist ein bisschen besser dazu geeignet vermutlich, weil der so eine, ja, kleine Fläche hat. Dieser Pickup hier oder dieser Pistenbully hat zwar auch diese Fläche, aber die wird eben vom Kran belegt zum Teil. Ich weiß nicht, ob das dazu gedacht ist, irgendwas damit zu transportieren. Ich glaube es fast nicht, aber ich dachte mir halt, wenn ich schon mal mit dem Pistenbully unterwegs bin, dann möchte ich das auch direkt mittransportieren. Dann möchte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Und die Schneekanone möchte ich halt nach oben transportieren, weil sie hier, uns hier unten an dem recht dezentralen Ort gar nicht so viel bringt. Ihr habt euch die Beschneiung sehr gewünscht. Ich werde die auch mal zeigen. Das Ding ist nur, im Moment macht die keinen Sinn, weil alle Strecken ganz gut beschneit sind. Es schneit ja auch gerade und ich habe vor allen Dingen am Vortag schon das Ganze die Mitarbeiter machen lassen. Also insofern, also das kann man ja alles automatisieren, insofern ist da jetzt gerade nicht mehr so viel zu tun, aber wir werden uns das auf jeden Fall noch anschauen. Und ein bisschen was muss man ja auch noch haben, worauf man sich dann später freut. So, können natürlich auch in der First-Person-Perspektive hier das Ganze zeigen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht hier an den Pollern hängen bleibt. Kurz einlenken. So, und dann geht's weiter. Man sieht natürlich recht wenig hier, ne? Aber ich dachte mir, über diese Wege, das ist vermutlich einigermaßen realistisch, weil ich weiß nicht, ob sowas über Straßen fährt. Ich denke eher nicht. Glaube aber eben auch nicht, dass sowas dann über die Pisten fährt beim laufenden Betrieb. Und deswegen habe ich mich jetzt mal für diesen Weg hier entschieden. Und das ist auch ganz hilfreich eigentlich oder ganz dankbar. Denn, jetzt müssen wir mal kurz gucken, kurz durchhupen. Hier kommt gerade niemand, dann fahre ich mal schnell durch. Wir müssen, glaube ich, hier weiterfahren. Hier lernt man dann auch irgendwann so ein bisschen die Wege kennen. Gerade als ich mit dem Pickup hier unterwegs war, hat man natürlich einiges gesehen. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig, aber müsste eigentlich. So. Und da müssen wir jetzt noch ein paar Meter zurücklegen. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Teil. Und ich werde natürlich dann auch am Abend, also wenn ich richtig informiert bin, korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber laut dem Spiel macht man die Pistenpräparierung am Abend oder am Nachmittag, sobald das Skigebiet geschlossen hat, sodass die Pisten dann über Nacht aushärten können und dann am nächsten Morgen wieder benutzt werden können. Da ist ja auch immer Zeit abends, also dann werde ich das vermutlich am Ende des Tages nochmal machen, bei einigen Pisten, bei allen Pisten aber sicherlich nicht, weil das dauert einfach zu lang. Also da ist man Stunden beschäftigt, um die dann zu präparieren. Selbst mit dieser großen Fräse, also das ist, die andere hat glaube ich 3,5 Meter Breite und die hat jetzt 5,5 Meter, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Aber das dauert zu lang, also das ist eine Tagesaufgabe fast. Das muss man schon Lust drauf haben. Und klar, in einem bestimmten Maße macht das sicherlich Spaß, aber irgendwann kann man es glaube ich nicht mehr sehen. So, hier vorne links ist dann gleich die Hütte. Wenn, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Da ist nämlich die Stubhornbahn, die wir ja in der letzten Folge in Betrieb genommen haben. Wir können uns gleich auch mal um die Zufriedenheit kümmern, ob sich das irgendwie ausgewirkt hat. Und hier vorne links ist dann die Hütte, die ich beliefern möchte. Den Rest des Weges muss ich dann vermutlich hier am Pistenrand entlang fahren. Na, was ist hier noch? Da müssen wir mal kurz rückwärts fahren, das scheint irgendein Hindernis zu sein. Ah, war auch wieder ein Poller. Dann lenke ich mal schnell nochmal ein bisschen nach links und dann geht's weiter. Was einige von euch ein bisschen stört und ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen komisch, ist, dass man hier keine Person in dem Cockpit sieht, die dann auch tatsächlich lenkt und fährt. Das macht natürlich einiges so ein bisschen kaputt. Passen auf hier, liebe Leute. Ich parke das mal hier an der Seite. Und die Skifahrer reagieren natürlich auch nicht so auf so ein Fahrzeug, obwohl man jetzt hier am Ende der Piste steht. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, dann ganz wichtig, Handbremse. Die Rundumleuchten habe ich noch aktiviert. Und dann werde ich hier mal ein paar Pakete mitnehmen. Und hier vorne abliefern. Guten Appetit, guten Tag, hallo. Kommt keine Antwort, schade. Lassen sich schmecken da oben, ne? So, und was mich natürlich ein bisschen glücklich macht, ist diese Tafel hier. Denn mittlerweile sind alle Pisten und alle Bahnen oder alle Lifte hier besetzt. Alles ist in Betrieb und überall ist ein grüner Haken dran. Das ist natürlich schon ziemlich cool, das zu sehen. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie es hier um unsere Hütten bestellt ist. Ja. Also ich glaube, es tut auf jeden Fall Not, denn die Gästezahl, die steigt zunehmend. Hier sind, die Sonnenhütte, die hat natürlich auch die beste Lage, die ist sehr zentral gelegen, aber 715 Gäste schon. Die anderen gerade mal 156 und 105. Aber es läuft auf jeden Fall ganz gut, damit erwirtschaften wir ein bisschen was und den Rest dann eben über die
über die Seilbahn und den Eintrittspreis. Und die Zufriedenheit ist tatsächlich auf 80% gestiegen. Glücklicher wäre ich natürlich, wenn sie bei 100% läge, aber naja, gut. Aber wieso ist hier bei den Hütten? Ich habe doch alles... Muss ich da irgendwie mehr Personal? Eigentlich ist doch alles super. Gewünschter Vorrat im Lager. Hm. Ich weiß nicht, wie man da die Zufriedenheit noch erhöhen kann. Denn eigentlich ist ja alles vorhanden. Also da kann man sich ja eigentlich... Da kann man nicht meckern. So. Okay, dann werden die letzten hier noch reingebracht. Und die Schneekanone bringe ich dann auf den... Oder in den oberen Betriebshof. Hätte man sich auch dahin zurücksetzen lassen können, werden jetzt einige sagen, aber das ist ja Velo, ich wollte sie ja transportieren. Und ich finde es auch ganz cool und bemerkenswert, dass man solche Schneekanonen tatsächlich am Schild hier transportieren kann. So, und dann wird das letzte noch aufgenommen und dann heißt es weiter geht's. Hier kann ich, glaube ich, etwas neben der Piste langfahren. So, ja, zwischen Piste und Tannenbäumen. Und dann liefern wir die Schneekanone noch ab oben und dann war es das auch schon wieder für die Folge. Aber ich finde es doch immer ganz spannend, hier so die ganzen Bereiche kennenzulernen. Ich muss allerdings auch sagen, bald haben wir alles gesehen, ne? Also, bald ist dann alles gemacht worden. Garagieren habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Das fehlt also noch. Aber dann ist nicht mehr viel zu tun. Dann haben wir alle Seilbahnen, alle Pistenbullis eigentlich auch ausprobiert. So. Okay. Und müssen uns dann irgendwie neue Aufgaben suchen. Gut, dann kann man natürlich noch neue Seilbahnen bauen. Das wird sicherlich noch spannend. Wer sich jetzt übrigens fragt, was ist denn der Unterschied zwischen dem Pistenbully 600 und dem 600W? Ich glaube, es ist einfach nur der Kran. Also da, wo das andere Modell dann keinen Kran hat, hat es eben diese Auflagefläche. Aber es gibt sonst keine großen Unterschiede. Also technisch ist das recht ähnlich, also auch von der PS-Zahl und so. Da, das nimmt sich nicht viel. Ich darf mal hier so ein bisschen gucken, dass da keine Skifahrer kommen. Und um das Ganze abzukürzen, habe ich jetzt einfach mal schnell die Reststrecke offscreen gespielt sozusagen. Und werde die Schneekanone jetzt hier vorne in unsere Garage bringen. Und dann haben wir auch heute wieder einiges geschafft, vor allen Dingen viel Vorbereitung gemacht und dafür gesorgt, dass unser Betrieb weiterläuft. Übrigens, ganz wichtig, was ich ein bisschen schade finde, ist die... So, stopp, stopp, stopp. Einmal schnell die Handbremse rein. Die Pakete, wenn man die irgendwo abstellt und dann das Spiel speichert und schließt, verschwinden diese Pakete. Das ist natürlich, ja, ich finde es ein bisschen schade, aber das sollte man wissen, wenn man die kauft. Ach, schneit mal wieder, wer kennt's nicht, wenn der Dachdecker mal wieder zu spät war. Vielleicht... Habe ich da gerade was gehört? Das klang, als wäre ein Dachdecker informiert. Jetzt würde er hier irgendwie arbeiten. So, welches Tor nehme ich jetzt am besten mal? Ich nehme mal das hier, weil das hier ist nicht wirklich zu gebrauchen. Für deine Aufgaben im Skigebiet stehen dir verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung. Im Übersichtsmenü, im Menüpunkt Fahrzeuge, kannst du einen Fuhrpark einsehen. Dort kannst du deine Fahrzeuge auch verkaufen oder zurücksetzen, falls sie feststecken sollten. Ja, aber reparieren kann man sie nicht. Trotzdem gibt es hier so eine Grube, finde ich ganz cool. Aber das ist vermutlich nicht ganz so gut geeignet, um die Schneekanone abzustellen. Diese Schneekanonen, das ist ja ein Riesenthema, ne? Also für Skigebiete ist das teils sehr wichtig, künstlich zu beschneien, gerade wenn es mal ein etwas schlechterer Winter ist und man trotzdem die Skigäste haben möchte. Dann lässt man sich dann natürlich nicht lumpen. Kommen wir da überhaupt durch mit dem Schild? Ja, gerade so. Okay, das war knapp bemessen. So. Okay. Gut, dann machen wir den Motor hier aus. Bremse rein und verlassen das Ganze. Obwohl, ich glaube, ich werde das noch ablegen. Ah, Quatsch. So. Flupp. Und jetzt können wir den Motor ausschalten. Bremse rein.
Und dann verlasse ich das Ganze. Also das ist ein großes Thema, diese Schneekanonensache, weil es wohl sehr viel Energie kostet und umweltmäßig jetzt auch nicht ganz unumstritten ist. Aber gut, was soll ein Skigebiet machen? Viele Gebiete leben ja vom Tourismus. So eine Seilbahn, die baut man auch nicht dahin, weil man sich denkt, ach, wenn es ein Jahr mal keine Touristen gibt, warum denn nicht? Wird sich schon irgendwann lohnen. Sondern da steckt ja viel Geld dran. Und klar, dann muss man halt beschneien. Aber ich habe mir vor der Folge extra noch mal ein bisschen was dazu durchgelesen, um so ein bisschen herauszufinden, was sind eigentlich die Vorteile, was sind die Nachteile. Warum man das grundsätzlich macht, war mir natürlich schon klar, aber ja, ich wollte noch so ein bisschen mehr darüber erfahren. Wenn ihr dann noch irgendwelche Anekdoten oder Geschichten habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und vermutlich dann mit der Wartungsgondel und dann werden wir auch noch mal ein paar Pakete transportieren. Mal schauen, was sonst noch so alles zu tun ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in der nächsten Folge wieder rein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!